Neu eingetroffen ist ein Audi Q7 e-tron aus dem Jahr 2016. Es ist ein Diesel-Plug-in-Hybrid mit 129.000 km Laufleistung, 258 PS, und mit dieser Motorisierung wird das Fahrzeug nicht mehr so gebaut und ist extrem sparsam. Wir gucken uns einmal die besonderen Ausstattungsmerkmale an. Es ist unfallfrei, nachlackierungsfrei, selbstverständlich. Alle Wartungen wurden bei Audi eingehalten. Wir haben 21 Zoll Leichtmetallfelgen. Wir haben Panoramaglasschiebedach, Bose Soundsystem, Alcantara-Ledersitze. Die sind natürlich sportlich. Virtual Cockpit, Rückfahrkamera, Luftfahrwerk, 3-Zonen-Klimaautomatik. Falls ihr ein SUV sucht, der natürlich auch sparsam ist, dann ist der Plug-in Dieselhybrid das richtige Fahrzeug. Eine Anhängerkupplung fehlt ebenfalls nicht, die ist elektrisch versenkbar. Für wie viel bietet man das Fahrzeug heute an? Für 40.850 Euro wird das Fahrzeug heute angeboten. Falls ich dein Interesse geweckt habe und du dieses Fahrzeug gerne finanzieren möchtest, wir arbeiten mit der Consorsfinanz Santander, MKG und mit der FCA Bank zusammen. Eventuell hast du auch ein Fahrzeug, den du gerne abgeben möchtest, und den bewerten wir natürlich zum Höchstpreis auf. Und wenn ich jetzt dein Interesse geweckt habe, dann schaust du vorbei.